Der Schild von Athena ist, ja, der hat die Kraft, um deine, um feindliche Geschosse zu reflektieren. Ja, das hat er. Also Schild wichtig und toll. Ja. Dämliche Satyre. Wenigstens gehen die relativ stark oder Quatsch, schnell kaputt. Ich meine, nur ein Schlag mit der Keule. Da gibt es definitiv auch später andere Gegner, die ein bisschen doller reinhauen und die eine größere Gefahr darstellen. Battle of Olympus ist übrigens eines dieser Spiele, mit denen mich eine Hassliebe verbindet. Zum einen, weil es verflucht schnell ist, verflucht schnell, verflucht schwer ist, ich hatte es mal erwähnt. Zum anderen, ja, weiß ich nicht, diese ganze, ich hab's damals als Kind eine Weile nicht gemocht. Dann irgendwann, übrigens dürfte die Musik jetzt anders sein, dann irgendwann habe ich es sehr gemocht. Das hier ist übrigens Gaia, ja. Großer Felsbrocken. Vom Himmel gefallen. Steht da rum. Fühlt sich toll. Stört sich kein bisschen daran, dass wir mit der Keule an ihm vorbeihauen oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, gut. Der schläft. Und da können wir jetzt momentan nichts machen, deswegen schade. Aber wir können es zumindest merken, dass wir Gaia hier an der Stelle gesehen haben. So, ja, Hassliebe mit diesem Spiel. Ich habe es ganz lange nicht gemocht, dann irgendwann habe ich es gemocht und trotzdem habe ich es nie durchgespielt. Und jetzt habe ich mir einfach mal den Ruck gegeben oder versuche anhand oder aufgrund eines Let's Plays das Ganze jetzt einfach mal durchzuspielen, zusammen mit euch und damit einen weiteren Meilenstein in meiner Let's Player-Karriere zu erreichen. Und es ist ja auch wirklich ein schönes Spiel. Und nichtsdestotrotz, es wird echt schwer, dieses Let's Play, wow, gut zu gestalten. Also so, dass ich dann hinterher auch einigermaßen stolz darauf bin. Ich habe gehört, dass da ein Gott in Phytia ist, der macht wundervolle Waffen. Ja, der, das ist toll. Gut. Gott in Phytia, wundervolle Waffen. Wir müssen nach Phytia. Aber Phytia. Aber dafür, ja, müssen wir erstmal irgendwas gegen Gaia tun. Dup, die dup. Die dup, die dup. Mal gucken, ob man da was machen kann. Da muss man doch was machen können. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Da könnte es einen Kristallball irgendwo geben, der es dir ermöglicht, unsichtbare Dinge zu sehen. Aber könnte halt nur, ne? Muss nicht sein. Aber wenn ich das schon so sage, dann wird das unter Umständen auch stimmen. Dup, die dup, die dup, die dup. Momentan, yeah. Ich will natürlich auch mit den ganzen Leuten reden, damit ihr das so ein bisschen auch nachvollziehen könnt, wie das Spiel aufgebaut ist vor allem. Auch wenn ich mehr oder weniger die ganzen Hinweise der Leute ein bisschen kenne. Mein Name ist Kelios. Suchst du nach einer Nymphe? Ich könnte es dir sagen, wo sie ist, wenn du mir beweist, dass du wirklich der Hering bist. Ja. Ausweise gab es damals in Griechenland noch nicht. Schlechte Karten an der Stelle. Ja, doof gelaufen. So, bei diesem Spiel oder bei dieser Spielpräsentation, ja, wandle ich auf oder beziehungsweise ich trete in große Fußstapfen, sagen wir es mal so. Es gibt so ein Let's Play auf YouTube, das kann ich mir eigentlich immer und immer wieder angucken. Und das ist, ja, ich muss es sagen, es ist von Funk Royal und es ist natürlich sein Let's Play zu Battle of Olympus. Okay, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich mit dämlichen Skorpionen anlegt. Wow. Ja, sein Let's Play zu Battle of Olympus, meiner Meinung nach legendär und ich kann es immer wieder angucken. Es ist natürlich immer so eine Gratwanderung bei Funks frühen Let's Plays, weil das, ja, er flucht ganz gerne und so, ne? Manche Leute stehen drauf, manche Leute finden es witzig, andere Leute finden es einfach nur abartig und schlimm. Ich kann dem Ganzen durchaus einen gewissen Humor entnehmen, sagen wir es mal so. Das ist auch einer der Gründe vielleicht, warum ich sein Let's Play so toll finde. Auf der anderen Seite fand ich es aber unterm Strich auch einfach so toll, dass er sich durch dieses Spiel hier tatsächlich durchgequält hat. Und das auch relativ gut, kann man so sagen. Dafür, dass er es damals wirklich blind gespielt hat. Also sprich, er hatte das Spiel vorher noch nie angefasst. Das ist bei meinem Let's Play hier natürlich anders, dadurch, dass ich spiele es ja jetzt nun mal nicht blind. Das, naja. Willkommen, Hering. Ich bin Athena, die Göttin der Weisheit und des Krieges. Ich gebe dir ein Schild, um dich vor den Attacken der Monster zu wehren. Ja. So. Sie gibt uns ein Schild, den wir eigentlich schon in Händen halten, aber egal. So. Schild. Aufgenommen. Haha. Ja.
Der ist jetzt automatisch verfügbar, das heißt, wir können jetzt mit unserem Schild Geschosse der Gegner abwehren, was wir vorher mit unserem Schild nicht konnten. Aber, naja, was soll's. Höre die Worte der Götter und vergiss sie nicht. Okay, gut. Ja. Danke, Athena. Du bist eine gute Göttin. Du hast uns ein Schild gegeben. Und dieser Schild ist toll und super und ja, damit können wir eine Menge anfangen. Vorzugsweise die nächste Quest lösen. Und da werden wir jetzt hinmarschieren. Ja, das ist jetzt kein Blindrun. Das macht das Ganze schon mal wahrscheinlich weniger witzig, könnte ich mir vorstellen, für so manch einen. Weil es eben, ja, der Überraschungsmoment ist, geht in dem Moment flöten. Weil ich das Spiel einfach auf eine gewisse Art und Weise kenne, ja. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so aussehen mag, wenn ich mich irgendwie dusselig anstelle oder so. Bei dem Brunnen hier vor Athena kann man sich übrigens immer heilen. Also man muss dann einfach nur vor dem Brunnen niederknien. Dann wird die gesamte Lebensenergie aufgefüllt. In dem Brunnen, in genau diesem Brunnen ist Nektar versteckt oder so, ja. Der Trank der Götter. Die trinken ja irgendwie nur Nektar und futtern ganz viel Ambrosia oder so. Naja, das ist einfach so. So, bei dem Brunnen hier zum Beispiel nicht, da könnte ich mich nicht aufladen. Glaubt es mir an der Stelle einfach, auch wenn ich es euch gerade mal nicht demonstrieren kann. Gut, ja. Also, wir laufen jetzt in Griechenland rum, lassen uns von irgendwelchen Göttern beschenken und bing, ja, Schild funktioniert, saubere Sache. Und unterm Strich werden wir, oder hoffentlich dann irgendwann, unserer guten Trütz über den Weg laufen und der dann so sagen, hallo Trütz, ich liebe dich, ich möchte 2-3 Dutzend Kinder von dir, weil das war damals in Griechenland so. Ja. Mal gucken, ob der Plan aufgeht oder ob wir von irgendwelchen bösartigen Monstern daran gehindert werden. Ich hoffe ja mal nicht. Da ist eine Hexe irgendwo, die kann machen, dass... die kann dein Schild verbessern, damit er dich vor Feuer schützt. Ja, eine Hexe irgendwo. Irgendwo könnte eine Hexe sein, die könnte dein Schild besser machen. Das ist schön für die Hexe. Oder schön für mich, je nachdem. Dupp-di-dupp. Hallo, schöne Frau. Oh, du bist Hering. Ja, so eine Überraschung. Mein Kind wurde gekidnappt von dem Vampir Lamia. Also nicht wirklich Vampir, aber werden wir gleich sehen. Wenn du mir helfen kannst, dann gebe ich dir diesen Stab. Hm. Das klingt wie ein Deal. Deal or no deal. Okay, Kind retten oder nicht retten. Wir retten das Kind. Diese See wird dich nach Phrygia führen. Da wirst du einen feuerspeienden Drachen finden. Also viel Spaß schon mal. Oh, scheiße. Gut, ja, feuerspeiende Drache. Drache, Drache, Drache. Das ist in Ordnung so. Jetzt wollen wir nur noch mal nach hier hinten gucken gehen. Ach so, komische alte Frau. Hops, ich hab dich geschlagen. Es tut mir leid. Nutze die Kraft von Poseidon, um den See zu überqueren. Das ist gut, ja. Die See. Ja, um das Meer zu überqueren, das kriegen wir doch bei Zeiten irgendwann mal hoffentlich hin. Wenn wir Poseidon denn mal treffen sollten. So, okay, und hier hinten, hinter dieser, wow, gefährlichen Grube, ist jetzt quasi unser erster Endgegner, auch wenn keine Bossmusik kommt. Aber das hier ist Lamia, der Vampir, Fragezeichen, weiß ich nicht, heißt Vampire im Englischen noch irgendwas anderes als Vampir? Steht das eigentlich einfach nur für böses Monster oder so? Ich habe keinen Schimmer. Lamia ist eine Schlangenfrau. Also sprich eher Oberkörper ist Frau, der untere Teil eine Schlange. Könnte man einigermaßen anhand des Sprites erkennen. Und sie kämpft mit Pfeil und Bogen und dementsprechend ist es ganz nützlich und toll, dass wir uns Athenas Schild besorgt haben. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an Lamia herankommen. Wenn ich direkt vor ihr stehe, dann trifft sie mich trotzdem. Also wir müssen immer so einen gewissen Mindestabstand einhalten. Ansonsten nutzt uns auch der Schild nicht wirklich was. Und dann, ja, irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, könnten wir uns mal so langsam zu ihr hinbegeben. Und... wow. Ui, ja, schnar, schnar, schnu, schnu. Und dann einen tollen Treffer mit der Keule landen. In der Hoffnung, dass das Ganze dann auch gut geht. Eieieiei. Das ist schon gleich zu Beginn eine recht knifflige Angelegenheit. So viel darf ich an der Stelle durchaus sagen. Und es hat definitiv was mit Timing zu tun. Ich bin mächtig. Ich habe Lamia besiegt. Hu, schnu, 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 schnu. Hier links beginnt übrigens direkt das Meer. Wenn ich da runterfalle, dann ist schlecht. Gut. Oh. Der Eingang zur Höhle hat sich geöffnet und hier unten ist ein, also hier unten halt,
Nöts, unten. Hier unten ist ein Kind. Achso, Kind. Hey, danke, dass du gekommen bist, um mir zu helfen. Hast du einen schönen Schnu? Ja, du trägst grüne Klamotten. Aus dir wird vielleicht mal ein Link. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch grüne Klamotten. Ich bin der Link dieses Spiels. Quasi. So, flupp. Bitte über die Grube hüpfen. Wie auch immer das Kind darüber gekommen ist, aber egal. Ja, so. Das ist schön. Wir haben Lamia besiegt. Wir sind ein Held. Quasi. Und damit können wir irgendwann in den Olymp und dann mal Zeus sagen, hallo, kannst du mich nicht zu deinem Sohn machen oder so. Nein. Wir sind nicht Herkules, also nicht falsch verstehen oder so. Wir sind, eigentlich sind wir Orpheus. Das ist auch eine relativ bekannte Sage, glaube ich, die wir hier mehr oder weniger akkurat nachspielen. Also es geht hier irgendwie um die Liebesgeschichte von Orpheus und seiner geliebten Eurydike. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen korrekt ausspricht. Weiß ich nicht. Er ist jedenfalls damals in den Tartarus gegangen, wenn ich mich nicht irre, und hat irgendwie seine Geliebte aus den Tiefen der Hölle befreit. Also Hades Clown-Interessen. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist jedenfalls das, was wir hier so nachspielen. Gleichzeitig treffen wir aber auf jede Menge mythologische Fabelgestalten und so weiter und so fort, die Orpheus vielleicht damals nicht wirklich getroffen hat. Und ja, wir machen halb Griechenland kaputt oder befreien halb Griechenland von Monstern und dergleichen, nur um unsere Ische zu retten. Scheint mir einigermaßen zweckmäßig zu sein. Bitte akzeptiere diesen Stab von Fennel als ein Geschenk meiner Güte und Dankbarkeit und überhaupt. Von diesem Stab wird gesagt, dass er eine mysteriöse Kraft hat und mein Vater könnte unter Umständen den Mann wissen, der weiß, wie man seine Kraft benutzt. Das, okay, also ihr Vater könnte den Typen kennen. Blub. Stab. Stab, Stab, Stab. Wir haben einen Stab. Oh, wir sind mächtig und wir haben, ja, die Animation hat sich bisschen, also beziehungsweise das Sprite von unserer Waffe hat sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt, ja, er sieht ein bisschen rötlich aus. So, und, aha, wir sind tatsächlich stärker geworden, denn Skorpione können wir jetzt mit nur einem einzigen Schlag besiegen. Wir sind also ziemlich mächtig, mächtig, tralalalalala. Gut, okay, dann müssen wir jetzt nur noch ihren Vater finden, der ja vielleicht weiß, also denjenigen kennt, der mit dem Stab von Fennel umzugehen weiß. Und ihr Vater ist natürlich der Typ hier, der gesagt hatte, dass das Kind seiner Tochter in großer Gefahr schwebt. So, hi. So, du bist also der großzügige Kerl von diesem noblen Haushalt. Also der, ihr wisst schon, der meiner Tochter geholfen hat und so weiter. Prometheus ist die einzige Person, die weiß, wie du die Kräfte dieses Stabes nutzen kannst. Also kümmere dich mal drum, dass du Prometheus triffst. Gut. Wir sollen also Prometheus über den Weg laufen. Das ist toll. Hat uns schon irgendjemand gesagt, wo wir Prometheus finden können? Weiß ich jetzt offen gesagt gar nicht. Jedenfalls darf ich euch an der Stelle verraten, dass wir hier in Attika vorläufig erstmal nichts weitermachen können, weil uns dazu einfach ein paar Gegenstände fehlen. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal nach Arkadien zurückkehren und ich würde sagen, wir gehen mal kurz, nur zur Sicherheit, mal eben speichern bei Zeus. Auch wenn das jetzt nicht so schrecklich entscheidend sein dürfte. Ich bin bisher noch nicht draufgegangen. Das ist echt super. Also muss man auch mal so festhalten. Aber gut, okay. Ich habe das... Wow. Der Stier braucht auch nur zwei Schläge. Man muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel vor ungefähr einer Woche oder so mal wieder angetestet. Und bis zum gewissen Punkt gespielt. Also von daher, dass ich mich jetzt ein bisschen schlau anstelle, das darf man mir an der Stelle durchaus... mehr oder weniger hoch anrechnen. Höre die Worte der Götter und vergiss sie nicht. Ufines nemene aukalabaka humpata puta. Ja, das ist, ja. Irgendwas. Griechisch halt. Finde ich schon okay. Dupdi-dupdi-dup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 . Au. Musste das sein? Blödsinniger Stier. Ja, schnu-schnu. Egal. So. Abhauen. Okay. Attika waren wir fertig, beziehungsweise wie gesagt, da gibt es momentan für uns nichts zu holen. Wir könnten jetzt hier weiter nach rechts gehen und den Wald von Peloponnes betreten, aber da wurde uns ja gesagt, dass wir da Feuer und die Kraft zu springen brauchen, um da überhaupt weiter voranschreiten zu können. Deswegen schenken wir uns Peloponnes für den Moment und gehen stattdessen dorthin, ja, wo wir vorher noch nicht hin sollten, aber wo wir jetzt hin können. Nämlich nach Argolis.
Da hatte doch die eine Frau irgendwo in einem Baum was gesagt. Nee, du warst es nicht. Du ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Stattdessen, ich glaube, ein Baum weiter oder so. Ich weiß nicht genau, warum die alle in Bäumen wohnen, aber es scheint damals irgendwie extreme Wohnungsnot in Griechenland gegeben zu haben. Kann man das, kann ich mir das nicht erklären. Aber okay, ja, man, immerhin sind die Leute hier einigermaßen erfinderisch. Es war übrigens auch nicht der Baum. Das weiß ich wiederum ziemlich sicher. Sondern es war dieser Baum hier, ja. Denn diese schicke Baumhütte, die führt nach Argolis. Geh nach Peloponnes, nachdem du nach Attika und Argolis gegangen bist. Genau. So. Flupp. Achso. Ja, toll. Gut. Peloponnes nach Argolis und Attika. Attika haben wir jetzt erstmal abgehandelt. Deswegen auf nach Argolis. Und Waschbären verkloppen. Oder auch nicht. Sehen wirklich aus wie Waschbären. Oder kleine Teddybären oder so. Das, ja. Dop, di, dop, di, dop, dop, dop.